Schokolade und Hund, das ist keine gute Kombination. Die meisten von uns wissen das. Aber warum eigentlich? Und was Sie tun können, um Ihren Hund das Leben zu retten, dazu gleich mehr. Bleiben Sie dran. Den meisten ist bekannt, dass Schokolade etwas enthält, was der Hund nicht verstoffwechseln kann, was für Hunde giftig wirkt. Aber es kann natürlich sein, dass die Großmutter oder wer auch immer das so ein bisschen entspannter sieht und dann doch dem Hund dann mal Schokolade verabreicht. Und ja, schon hat man das Problem. Was jetzt tun, wenn Ihr Hund Schokolade gefressen hat? Dann können Sie mit Kohletabletten erstmal als allererste Erste-Hilfemaßnahme ihm helfen. Die Kohletabletten werden in Wasser aufgelöst und am besten über eine Spritze verabreicht. Als weitere Maßnahme, das hängt jetzt davon ab, wie viel er letztendlich aufgenommen hat. Ist es jetzt wirklich ein winziges Stück und Sie haben jetzt einen 80-Kilo-Hund zu Hause oder auch einen 60-Kilo-Hund, dann können Sie auch erstmal bei Ihrem Tierarzt anrufen und ihm den Fall schildern. Am besten noch gleich mit Angabe des Gewichts Ihres Hundes und auch wie viel er zu sich genommen hat und wie hoch der Kakaoanteil dieser Schokolade ist. Anders sieht es natürlich mit einem Chihuahua aus. Da sind dann auch wieder andere Verhältnisse und die Dosis macht das Gift. Das ist es ja auch immer wieder. Ja, was ist es denn nun in der Schokolade? Das ist das Theobromin, was für Hunde giftig wirkt. Für uns völlig unproblematisch, aber für Hunde wirkt dieser Stoff giftig. Dabei ist es umso giftiger, je dunkler die Schokolade, also mehr dunkle Schokolade vorhanden ist. Also zum Beispiel zartbitter oder am schlimmsten halt für den Hund die richtige Bitterschokolade. Vollmilchschokolade ist dabei noch am wenigsten problematisch. Ungefährlich gilt die weiße Schokolade, denn da ist kein Kakaoanteil enthalten. Natürlich ist da auch Zucker drin und sollte auch nicht in einen Hund hinein, aber da besteht da nicht gleich akute Lebensgefahr. Aber da sollten Sie auch sich immer noch mal die Zusammensetzung angucken, also die Inhaltsstoffe, denn es gibt ja auch wieder so Mischungen. Da kann unter Umständen ja doch noch wieder ein Anteil an Kakao mit enthalten sein. Und was für Symptome können nun auftreten? Und was passiert durch das Theobromin? Nun, es führt zu einer verstärkten Nervosität. Der Hund wird sehr unruhig. Es kann zu Erbrechen kommen, zu Durchfall, auch zu verstärktem Durst und zu einer Aufblähung des Körpers, des Bauches. Weitere Symptome können sein, dann eben auch irgendwann verstärkter Urinabsatz, Muskelzittern, Krämpfe, Bewusstseinsstörungen, beschleunigter Atem, auch Atembeschwerden, letztendlich zu Herzrasen, Herzrhythmusstörungen und schließlich Herzversagen und damit dem Tod. Von daher bitte besondere Gefahrenquellen können Feiertage darstellen, Ostern. Vielleicht irgendwelche Osternester, die der Hund als erstes entdeckt hat und dann auch sogar samt Packung verschlungen hat. Weihnachten unter Umständen, dass dann etwas vom Tisch stibitzt wird oder auch vom Weihnachtsbaum. Die ersten Symptome können nach 2 bis 4 Stunden auftreten und eine volle Ausbildung der Symptome ist in der Regel in der Zeit von 12 bis 36 Stunden nach der Aufnahme der Schokolade. In so einem Fall bitte bei größeren Mengen direkt in die Tierklinik und schon parallel anrufen. Wenn Sie das sofort bemerken, dann natürlich gleich die Kohletabletten ihm verabreichen. Und wenn das schon etwas länger her ist,
Also in jedem Fall in eine Tierklinik oder zum Tierarzt. Aber wenn es schon länger her ist, dann macht leider die Aufnahme von Kohletabletten oder die Verabreichung von Kohletabletten leider keinen Sinn mehr. Das muss dann schon unmittelbar nach der Aufnahme der Schokolade passieren. Aber auch kleine Mengen Schokolade können für den Hund gefährlich werden, und zwar dann, wenn sie regelmäßig gegeben werden. Denn dieser Wirkstoff Theobromin kann nur sehr schwer vom Hundekörper abgebaut werden. Das heißt, er reichert sich an und so bekommt Ihr Hund dann auch eine schleichende Vergiftung. Bitte bedenken Sie, dass eine Tafel Schokolade für einen 24 Kilogramm Hund bereits tödlich sein kann. Und eine zusätzliche Gefahr ist, wenn die Schokolade auch noch mal Rosinen beinhaltet oder Macadamianüsse. Auf diese Lebensmittel gehe ich dann noch mal mit separaten Videos ein. Das ist also noch mal ein zusätzliches Risiko. Was ist empfehlenswert? Hilfreich ist es, wenn Sie die Schokoladenpackung zum Tierarzt, zur Tierklinik mitbringen können, sodass der Tierarzt dann auch sehen kann, wie hoch der Kakaoanteil ist. Oder falls Ihr Hund sich übergeben hat, dass Sie dann noch etwas von dem Erbrochenen mitbringen oder auch eine Kotprobe mitbringen. Das wäre dann nochmal ganz hilfreich für den behandelnden Tierarzt. Und natürlich auch, was Sie meinen, wie viel Ihr Hund an Schokolade zu sich genommen hat und natürlich das Gewicht Ihres Hundes. Aber das kann sonst ja auch noch mal vor Ort festgestellt werden.